Nein. Oh, shit. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's, Marvin. Das ist Kelvin. Und neues Horror-Game. Welcome to Kovolon, Leute. Ja, Mann. Soll nie creepy sein. Dicke Jumpscares am Start sein. Ja. Empfehlung von der Community. Ja, Mann. Sehr gespannt. Wir haben auch gar nicht gespoilert, wie immer. Wir gehen immer rein ins Ungewisse. Bin auch heftig gespannt. Daumen hoch für mehr solche Horror-Games auf jeden Fall. Jetzt schon mal. Dicken Daumen hoch, kommt mehr. Ja, Mann. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir starten rein, Leute. Let's go. Go. Achso, WASD, Shift. Okay, ganz simple Steuerung. Wie immer, sprinten. Man kann sprinten und einfach nur klicken, das war's. Mhm. Easy. Okay, ich fange an zu zocken. Wenn ich sterbe, ist Kelvin dran. Ja, Mann. Wie immer abwechselnd. Yes, Kovolon Wallet City 1999. Stabiles Ghetto. Boah, miese Ghetto. Viele Menschen. Ja, Mann. Fleck. Abgeranzte Häuser, Wohnungen. Hartes Leben. Ah, es ist in China. Kovolon. Okay, krass. Kovolon City. Also sehr viel Armut und so da am Start, okay. Gibt's vielleicht echt die Stadt? Kovolon? China City, Bro. Wir kommen da angereist, angesteppt. Für jung Student, First Limited, Desire. Okay, wir sind junger Student, deswegen gönnen wir uns eine günstige Wohnung. Ja, Mann. Hauptsache wohnen auf Krampf. Ist so. Passt schon, passt schon. Ja, mal sehen, was wir alles auf uns nehmen müssen. Das ist unsere Wohnung, Erdgeschoss. Ja, ein bisschen sehr wild. Geld zu sparen. Wäre sehr creepy. Was ist in den Wänden? Okay, oder? Grafik ist wild. Aber ist echt eine wilde Grafik, ne? Grafik sieht richtig gut aus. Mhm. Das ist jetzt hier unsere, oder Eingang von der Crib. Boah, ich bin echt gespannt, wo unsere Wohnung jetzt ist. Bro. Wie die aussieht. Schon sehr abgeranzt hier alles. Welchen Kompromiss wir hier eingehen müssen, um ein bisschen Geld zu sparen. Ja, Mann. Was ist das, unsere Wohnung, ne? Sehen wir, wie die Nachbarn so sind, ne? Ja, Mann. Oh, ist da jemand? Oh, ne, da hängt jemand, Alter. Da hängen Klamotten einfach. Hier Waschbecken. Wild, einfach draußen Waschbecken. Natürlich, für alle. Why not? Oh. Guten Morgen. Es geht, Bro. Unsere Nachbarn hier am Start. Auch für gute Nachbarschaft. Okay, das ist unsere Crib. Gut. Okay. Das ist unsere Wohnung schon? Das ist es. Das ist es, Bro. Okay, oder ist es noch hier vor Lobby, Alter? Okay, ich habe ein Apartment gemietet. Im vierten Stock. Okay, okay, nee, ist noch der Flur. Vierter Stock, es ist eins. Boden auf jeden Fall sehr, sehr, sehr aufgeräumt. Zwei. Oh, was ist das denn da? Yo! Ach nee, ein Hund. Ach, Hund. Ich dachte, das ist eine XXL-Ratte oder was? Ich dachte, da liegt ein Schwein oder so. Er ist nicht hier der vierte Stock. Ich glaube, hier ist vierter Stock. Schöne hier ist Leute. Nicht mehr Licht, Bruder. Ist einfach auf Bodenlicht. Boah, Leute. Yo, hier ist so Licht dann bei uns. Hä? Das ist unser Zimmer? Nein, das ist Strohraum, was? Oder? Ey, Leute, einfach ein Stuhl. Stell dir vor, das ist unser Zimmer. Oh, hier ist schon verbarrikadiert, warum auch immer. Ey, geht da rein, da ist so ein Ding komplett mit Holz zu. Ja, okay. Ich glaube, das hier ist unsere Wohnung. Wild, oder? Leute, was sagt ihr? So, Roomtour jetzt, unsere Wohnung. Bro, oh. Tür geht nicht mal zu. Geil, können Einbrecher schon reinkommen? So wild ist die Wohnung. Bro, die geht echt nicht zu. Die geht echt nicht zu, ne? Nein, nein, hier ist noch Flur, oder? Ah, ist das noch Flur? Wie viel Flur ist hier, Alter? Flur im Flur? Sind wir auf der vierten? Ja, oder? Sind wir vierte Etage? Grüne Faust in drei Tagen, gönn dir, Bro. Sehr hoch. Nice. Okay, ist doch nicht unsere Etage. Oh, hier geht's gar nicht mehr hoch. Vielleicht hier. Oder einen runter? Da stand, wo der Schlüssel ist. Ach so, müssen wir einen Schlüssel holen? Ist das ein Horror-Game? Ja, Mann. Da stand was eben. Ja, ein Zettel, eine Botschaft, ne? Ja. Steht da denn schon? So. Ah, hier. Ich hab den, ich bin weg. Schlüssel ist im Store. It's outside by the entrance. Okay, im Laden. Das ist, hier ist unsere Wohnung. Okay, ist ja mit Mieter abgesprochen. Schlüssel ist im Laden. Müssen Schlüssel ist doch welcher im Laden. Laden, Bruder? Hast du unten einen Laden vielleicht gesehen? Vielleicht nebenan, da müssen wir uns mal umgucken. Put the key in the store. It's outside. Okay, am Eingang von dem Store. Da müssen wir nochmal raus. Schlüssel holen. War hier ein Supermarkt?
Die Wände sind dünn, man hört schon mal die Nachbarn. Ja, Mann. Da war jemand am Wein auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, also wenn man den Flur so sieht, kann man sich schon mal wohlfühlen, ne? Also man gewöhnt sich dran, ne? Laden ist draußen, okay, wir gehen zum Laden. Jo, Hund. Oh, der Hund ist munter. Bro, was geht's? Hey. Oh, süßer Hund, Alter. Komm, wir holen dir gleich Leckerli, oder? Ja, Mann, wir gönnen dir, wir holen dir im Laden was. Schönen Knochen. Hä, hey, da war jemand. Dieser Platz ist dreckig. Hast du gesehen? Da war jemand mit einem Creepen, Alter. Der, hey, wer war das, Mann? Den sagt. Boah, da war jemand. Leute, da war doch jemand. Habt ihr das gesehen? Hast du auch so ein Umriss gesehen? Ich schwöre, da war jemand. Ist das der Laden? Nee. Looks like a small black backroom. Kleiner Backroom hier. What the hell? Okay, mal gucken, wo der Laden ist. Ja, Mann. Okay, nice. Wir müssen Schlüssel holen, ne? Zum Laden. Vor dem Laden. Das ist ziemlich leer. Geräusche sind. Die Leute chillen ja voll. Ganz gesellig. Ist es hier abends eigentlich gerade? Die Geräusche haben wir gerade aufgehört, ne? Kein Laden hier. Oh, ne. Vielleicht war das vorher der Laden. Das war der Laden, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich kein üblicher Supermarkt, sondern so ein chilliger. Aha, da. Hier. Die scheint der Laden zu sein, über den die Vermieterin schrieb. Der Schlüssel sollte hier irgendwo sein. Okay, müssen den Schlüssel suchen. Einfach Selbstbedienung, ne? Wilder Laden, Bruder, man kann einfach alles mitnehmen, easy. Stabile. Oh, Hundesnack. Kannst du mitnehmen? Nimm mit, Bro. Ja, nice. Genau, für den Hund. Für den Hund. Oh, hinten ist aufgegangen. Ein paar Freunde. Warum ist die Tür aufgegangen? Wieder so ein Einzelkämpferbett, Digga. Hä? Als ob da keiner ist. Wir sind einfach in seinem. Ja, da. Jo. Da liegt ein Schlüssel. Ja, nimm. Muss mittig gucken. Guck richtig drauf. Ja. Da. Hey, wir chillen einfach neben seinem Bett. Da lebt einfach jemand. Wir sind einfach in seiner Privatsphäre drin. Dank dir. Ciao. Hau rein. Ja. Was war das? Was war das? Was ist Musik aus? Jo. Wir gehen schnell nach Hause. Schön kuschelig in unser Zimmer. Ja, Mann, komm. Wir haben unser Zimmer noch gar nicht gesehen. Unsere Crib. Erstmal geben wir Rocky ein Leckerli. Ja, Mann. Der wartet schon im Flur, ganz munter. Zurück. In der Hut. Back in der Wohnung. Alter, ich sterbe. Ich werde vergast. Das ist jetzt, Alter. Ordnungsgemäß hier läuft alles. Ob das so gesund ist? Ich weiß ja nicht. Vergessen wir das mal schnell. Ich weiß ja nicht, Bruder. Jo, Rocky. Hey, Rocky. Rocky Boy, gib den sein Essen. Habt ihr was für dich? Zoo-Wärter. Den Hund füttern. Rocky. Beste. Was ist denn hier? Was Schönes? Oh. Da ist noch auf jeden Fall ein Nachtisch. Hä? Hä? Okay. Ich komm nicht mehr hoch. Hast du gesehen, was abgegangen ist? Ey, unsere Wohnung. Hä? Ja, was toll. Zur Hölle? Ey, du kannst da rein. Vielleicht finden wir eine Abkürzung. Vielleicht können wir einen Aufzug benutzen. Ah, die Treppenhaus. Ein anderes Treppenhaus. Oh, andere Abkürzung. Okay. Einfach rotes Licht. Ich hoffe, das führt uns jetzt zu uns. Oh, achso, ich habe eben Brigitte aussehen entmoddet. Ich mache gleich wieder Mod. Alles gut. Ah, wir sind wieder da. Wir sind da. Anderer Weg, Leute. Einfach Schleichweg. Egal, wir sind da. Mal gucken, wie es jetzt die Roomtour. Wie sieht's bei uns aus, ey? Für unser kleines Geld, was kriegen wir hier? Okay, ist der Brian, Bruder? Ich bin gegangen. Achso, wegen Schlüssel. Okay. Achso. Sicherheitstür. Oh, wenigstens haben wir Sicherheit am Start. Ja, Mann. Oh. Was ist denn der Lichtschalter? Nice. Mach die Tür zu, richtig. Guck mal, ob da Lichtschalter sind. Ist so dunkel, ne? Ja, Mann.
Alter. Warum zu. Alter. 100 Millionen. Hat hier irgendeiner reingepickelt oder was? Bah. Das dulden wir nicht, Mann. Ich kann nur annehmen, dass dies das Zimmer. Vom Vermieter? Vom Vermieter? Als ob der Vermieter bei uns wohnt. Klick nochmal drauf. Was soll das hier für? Klick nochmal drauf. Okay. Als ob der Vermieter mit uns wohnt. Digga, der wohnt einfach mit uns. Ich glaube, in welchem Land auch immer das ist, da läuft es ein bisschen anders. Das ist mein Zimmer. Ja, schön hier, da schön Pisse auf dem Boden. Geil, Alter. Haben wir ein Badezimmer da oder was ist das? Jawohl. Die hängt einfach? Die Tür hängt einfach. Ich glaube, wir müssen ein Bett wegschieben. Wir gehen einfach schlafen, ganz erst trocken. Mal. Wir verarbeiten. Oh, Alter. Ich glaube, wir haben uns umgezogen. Leute, Kakerlaken. Wie sehr ich mich nach einer heißen Tasse sehne. Oder sehn dich mal nach aufräumen und sauber machen. Sehn dich mal nach einer neuen Wohnung, Alter. Was labert der? Die sind Insekten und der sehnt sich da nicht. Sehn dich mal nach einem Ausziehen, Alter. Kühlschrank random da am Rumchillen. Der wurde schon wieder hingegist, das ist das. Gis überall. Oh, schöne Aussicht hier. Ein paar Pflanzen wenigstens am Start. Ja. Hat schon. Auch bleiben, süß. Ne? Bro, ist einfach. Insekten können natürlich auch entspannt reinkommen hier zum Licht. Ah. Lecker. Hier ist undefinierbarer Gis auf dem Boden. Wie sehr ich mit einer Heißtasse. Ja, okay. Ich mach den heiße Tasse, Bruder. Ignoriere halt. Wasserkocher. Wir ignorieren halt das Urin auf dem Boden. Ist schon an. Erstmal ein Schaumiger. Der Bruder weiß, was lang geht. Schaumigen Tee. Der Student, der hat schon, glaube ich, bei Hochboden erlebt, der ist gewohnt, deswegen der ignoriert das einfach. Na, man, okay. Trink einfach trocken heißes Wasser, Leute. Heißes Wasser auf trocken. Trinken Sie Ihren Tee aus. Teeparty. Geil, Mann. Und noch ein paar Kakerlaken kamen dazu. Fette Party. Wir machen weiter. Oh, was ist denn da? Ich glaube, es ist Zeit, auf mein Zimmer zu gehen. Balkon ist geschlossen. Okay. Geh in dein Zimmer. Immer mehr Motten, ne? Ja. Hö, das sind Schuhe. Hä? Ah, ist der Vermieter gekommen. Jo. Ich wollte mal. Wir leben mit unserem Vermieter. Wir wollten mal über die Hygiene mit ihnen reden. Okay, der hat keinen Bock zu reden. Die Schuhe in Turin, alles gut. Leute, würdet ihr mit eurem Vermieter leben? Oh. Oh, die Tür ist aufgegangen. Endlich können wir uns waschen. Was? Das ist gar kein Bad. Oh, was steht da? Ich bin verärgert, ich möchte nach Hause gehen. Die alte Frau ist verrückt geworden. Ich konnte schon lange nicht mehr nach draußen gehen. Oh, war das der Vormieter? Ah, die Vermieterin vielleicht, meint ihr. Ach so. Ja, unser Vormieter. Ich glaube, der hat schon viel... Hatte Angst? Oh, wilde Klamotten, Bro. Stark. Und die Tür auf. Was für ein Blödsinn, aber es lohnt sich vorsichtshalber, die Eingangstür zu kontrollieren. Okay, check die Eingangstür. Kommt nicht raus, der Vermieter. Oh. Oh, da ist das Bad. Können Sie waschen? Oben, einfach oben die Toilette, hä? Oh, find spannend. Hä? Ist random. Und schön an Abseilen eigentlich. Mit und Ventilator und alles. Fühlt man sich wieder King. Einfach Ventilator vor Toilette, falls man richtig drücken muss. Falls man richtig am Sweaten kommt. Ist. Oh, Lagerraum? Okay, kleiner Lagerraum. Bruder, Lagerraum größer als unser Bad, als unser Schlafzimmer. Kann das sein? What? Ein paar Konservierdosen. Okay. Ein Hebel da rechts. Sieht so aus, als wäre die Vermieterin bereits nach Hause gekommen und hat abgeschlossen mit miesen Schloss. Was ist das für ein Hebel da? Okay, da nicht. Bruder, die klatscht da so ein Schloss dahin einfach. Wieso? Keiner kommt hier rein. Oh shit, ich glaube, die ist richtig creepy. Der eine meinte auch, der wollte gar nicht mehr raus oder so. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, hier läuft. Yo, der hat uns gestalkt. Was ist das? Oh mein Gott, Leute. Was guckt die? Junge, was guckst du so? Yo, die hat uns ganz kurz gegen dein Zimmer, Bruder. Schließ ab. Ja, das war die Vermieterin, ne? Ja. Alter, die geht nicht mal zu, die Tür, Alter. Danke, sorry. Okay, wir gehen schlafen. Oh, das wird ernst. Oh. Das wird ernst. Hey, da liegt ein Zettel. Was will die, Mann? Wage es nicht, nachts rauszugehen. Die warten uns. Ist das jetzt gut oder schlecht? Will die uns beschützen oder? Was machst du hier nachts, ne? Das wäre es nicht. Ich will die uns beschützen vor bösen Leuten. Vielleicht ist sie korrekt. Vielleicht ist sie. Oder wir müssen hier raus? Okay, wir müssen hier raus. Die hat uns eingesperrt.
Was ist das? Der war doch grad. Der hat uns ausgesperrt, Bruder. GG Balkon. Oh, der Wasserkocher, der Wasserkocher. Okay, geh kurz in die Küche. Die Küche. Okay, es ist auch zu creepy, wir müssen hier raus. Oh oh. Da kommt jemand. GG Flur. Oh, Tür ist auf, Bruder. Die geht gerade duschen, die ist im Bad, wir gehen gucken. GG in ihr Zimmer schnell. Yo, boah! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott, das ist der Vormieter! Oh. Nein! Nein! Das ist der Vormieter, Bruder! Ey, wir sind am Arsch, wir müssen raus. Oh mein Gott, schnell da raus! Schnell. Nimm den Schlüssel, ja, mach das. Schnell. Nimm. Sprinte zur Eingangstür, Bruder! Sprinte! Oh nein, es hat aufgehört, Bruder! Bleib kurz! Nein! Es hat aufgehört! Was sollen wir machen? Warte kurz! Oder wir gehen in den Raum rein! Geh da rein! Wenn wir rausgehen, die packt uns, oder? Die Tür steht offen, Mann. Ja, man kann die nicht zumachen, leider. Die packt uns doch. Ich sag, du musst raus, Bruder. Komm. Oh, shit. Du willst in mein Zimmer gehen? Nein, da ist im Schloss. Aber die ist im Badezimmer, ne? Ist direkt da links. Pass auf, guck erst mal. Oder soll ich in den Lagerraum gehen? Nein. Oder? Geh rein. Von der Cover, Leute. Geh raus, Bruder. Ja, die Tür geht nicht zu, Mann. Soll ich mal gucken? Mal Badezimmer gucken? Guck. Okay, wir haben auf höflich geklopft. Ja. Der Schlüssel passt nicht, das war nicht der Schlüssel. Ey, das ist geprankt, Mann. Über. War noch irgendwo ein Schloss? Ah, die Tür da hinten. Jo. Was soll ich da auf? Was ist das? Oh, Mann. Was? Hat sie uns gepackt? Hat das gegessen oder was? Ah ne, ich kann gehen. Boah, aber das ist alles dunkel, Mann. Ja. Tschüss, mal runter. Wir müssen uns kurz sammeln. Oh shit, für was der Schlüssel? Boah, wie die aus da? Nein. Digga. Die hat den Vormieter da aufgehangen, Alter. So wollen wir nicht enden, Mann. Geh da raus. Versuch diese Tür. Ach, man kann da nicht lang. Boah, alles dicht gemacht hat die. Boah, das Badezimmer ist auf. Wow. Yo, da ist dein Körper. Gott. Die hat den da aufgehangen gerade. Ach du Alter. Das hat die gemacht. Lass ihn nicht ausbluten. Die war nicht duschen, Bruder. Boah. Alter. Kranke Sau, ey. Was soll ich machen? Vielleicht passt er jetzt. Hier raus. Nein. Alter. Nein. Nein. Oh shit. Oh mein Gott, die ist echt krass. Oh shit. Der kam heavy, Alter. Der kam hart, Alter. Da waren sie sich. Oh shit, man. Das wird ernst, Leute. Komm mal da raus aus dem Laden, ey. Aus dem Saftler. Ja, Mann. Okay, wir haben irgendeinen Schlüssel gefunden. Für irgendwas muss der ja gut sein. Aber wir haben den noch einen Schlüssel, ne? Hat die uns jetzt hier ein. Nein, alles ist dunkel. Alles ist dunkel. Oder wir brauchen eine Taschenlampe, oder? Ja, wie sammeln wir da raus? Meinst du, hier gibt's eine Taschenlampe? Hier muss doch eine Taschenlampe geben. Genau, guck mal um. Was ist denn eine Taschenlampe? Ah, warte, guck mal, nicht Licht anmachen auf F oder so? Irgendwo? Ich schau eben aus. Oh, nee, bei einem anderen Spiel. Oh. Ja, geh zur Tür. Versuch die Tür. Die Tür. Nice, ist nice. Klar. Nice. Okay, neuer Raum. Oh! Ey, wir können raus. Nice, mach direkt zu. Junge, vergammel hier, Alter. Ja, wir sind raus. Allein dafür wir gehen raus. Zum Nachbarn. Wir gehen zum Nachbarn. Hier ist es gemütlich. Okay, bei der Nachbarin sieht es auch ein bisschen unheimlich aus. Okay, die hat Kerzen überall. Vielleicht ist der Strom aus. Okay. Hallo, ist hier jemand? Oh. Hä? Oh. Bro, wer hat da zugemacht? Ich glaube, der Nachbar fand das nicht so cool, dass wir da chillen. Oh shit. Sein Statement einfach die Tür zu machen. Oh shit, nicht, dass sie sich gut verstehen. Wir wollen auch nur kuscheln. Schön im Kerzenschein. Was sollen wir machen? Also, aber im Gegensatz zu drüben sieht es da gemütlich aus, muss man sagen. Hier ist einfach Gas am Austreten. Ich glaube, es ist nicht so gesund. Die gehören auch locker zusammen. In letzter Zeit sind die Dinge in der Stadt merkwürdig geworden. Ich fühle mich hier unsicher. Ich muss die Renovierung beenden und bald ausziehen. Oh, Alter. Nein.
Wer ist das? Da geht jemand. Ihn das da eben? Ich glaube nicht. Jo. Jo. Was geht da ab, Mann? Was ist das? Strom, oder? Oh mein Gott. Wow. Wow, 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 hier ist ein fettes Schloss. Na, wer klingelt hier, Bruder? Denkst du jetzt die... Ich weiß es nicht mal unser... Hä? Hey. Warum ist der Kühlschrank jetzt offen? Ist nicht mal unsere Wohnung, hier klingelt es. Hey, guck, ob die Tür aufgeht. Die Vermieterin kommt da bestimmt mal hier auf. Was geht da bitte ab? Oh, da ist Schlüssel. Hier ist ein Schlüssel. Oh, das Bild, wie creepy. Jo, da hat jemand geguckt. Echt? Ja. Boah. Rechts, Bruder. Rechts? Oh mein Gott. Für was der Schlüssel? Oder der Besitzer? Oder hat jemand gegafft? Kommt der Jumpscare, Bruder? Für was der Schlüssel? Ah, für hinten das Schloss. Hm, ja, Mann. Oder ein mieses Schloss. Schnell noch auf, Bruder. Okay, wild. Schnell hier raus, Alter. Oh, hier gibt's, hier geht's nicht mehr. Oh, endlich mal. Nice. Oh. Oh, oh. Wir haben Besuch, Mann. Oh, oh. Alle Lichter aus. Wie wird sich man die bewegt? Guck mal, nächstes Bild. Kühlschrank ist auch zugegangen. Ach, das ist der die ganze Zeit. Also creepy Bilder, ey. Wer hängt sowas auf, Junge? Was steht was? Das ist ein Hinweis. Was wird das heißen? Ah, können wir es ja merken. Ah. Oh, vielleicht einen Zahlencode brauchen wir gleich? Aber das war nur ein Buchstabe, der ist ja durchgestrichen, ne? Ah. Merken wir uns einfach mal, falls wir brauchen. Oh, die Tür ist auf. Okay. Lagerraum. Was ist denn das für Beutel die ganze Zeit? Fleischklumpen oder so, ey. Diese Säcke hier, Bruder. Proteine, dicker Fleischbeutel. Okay, hier ist ihr Zimmer. Leute, einfach immer eins. Oh, Zahlenschloss. Ich hab's doch gesagt, Bruder. Und dieses Bild, ne? Ja, wir brauchen Code, Leute. Ah, haben wir schon mal. Aber die Reihenfolge brauchen wir auch noch. Vielleicht, ah, das Game, wie hieß das? Iwoki, ich weiß. Das hieß doch irgendwie Anoki oder so. Ah, ne. Nee, okay. Nicht. Es gibt zwei A's. Okay, das war ja nur ein Buchstabe, oder denkst du, das war alles irgendwie ein Wort? Das ist also durchgestrichen aus der Rest. Nee, nee, ein Buchstabe. Ich denke mal, hier sind noch mehr Bilder. Guck hier. D. D. Oh, doch. Ah, Anfangsbuchstabe. Kann ich mir aufschreiben? Also erstmal D ist der erste. Genau. Leute. Ah, hatten wir sogar. D. D. A war, glaube ich, das vorletzte, ne? Wir müssen nochmal gucken. Okay. Okay, alle Bilder angucken. Ja, Mann. Wo waren noch Bilder? Einfach ein Rätsel. Wo hängen denn die Bilder? Oh mein Gott, das geht hier weiter, ey. Geh nochmal nach rechts. Bruder. Was soll ich hier? Das Bild. Das vorletzte, vorletzte. Digga, was geht ab? Ah, vorletzte. Ey, beruhig dich. Oh nein, ist auf. Oh mein Gott, ist das Badezimmer? Ja. Alter, irgendeine Tür ist gerade aufgegangen hinter mir. Wo? Ach so. Buchstabe. Wow! Alter! Bruder. Bro! Gott, C an dritter Stelle. Mitte, Mitte. Oh mein Gott, Alter. So leicht ist das nicht mit den, Nein, Mann. Buchstaben hier wird kassiert. Oder dreh ich rein, knapp. Wollte gerade sagen, ey. Ist so friedlich hier, ne? Ey, das letzte können wir auch raten. Ja. Bro, ich will da nicht lang, Alter. Ja, da ist noch ein Bild. Ich glaube, das reicht dann. Schnell, schnell, schnell. Y. Letzte. Reicht? Ja. Das letzte raten wir, Alter. Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. Yo! Nein. Was ist da drunter? Rocky?
Okay, bist du's? Willst du noch einen Snack haben? Oh nein. Mit uns? Hinter mir ist was. Das ist die Tür aufgemacht. Okay, das war nur ein Bluff. Einfach den Code ergeben und abziehen. Komm. Ich mach hier extra nochmal zu, wenn es irgendwas bringt. Komm schon. Also. D? D. C an dritter Stelle erstmal. C. Am Ende Y. Okay, dann. Und A vorletzte. Und das heißt, es fehlt nur noch. Das hier. Ja, einfach durchprobieren. Zack. Richtig. Achso, ich muss immer. Das geht von alleine. Okay. Doch. Decay. Nice. Decay. Ah. Was heißt das auf Deutsch? Decay. Leute, was heißt Decay auf Deutsch? Jo, ist einfach eine Sackgasse. Hieß nix. Da ist ein, oder? Merkst du? Da lebt was. Loot. Oh, ein Brecheisen. Oh, nice. Oh, wir können die Tür aufbrechen. Ah ja, da war ja irgendeine Tür verbrettert. Ne? Ja, Mann. Oh, shit, Mann. Oh shit. Okay. Wir müssen hier raus. Oh, den haben wir schon gesehen, ne? Den Kollegen. Haben wir schon gesehen? Diese Klamotten da? Oh, ist zu ruhig. Das Ding ist echt zu ruhig. Da krabbelt ein Käfer auf dem Boden. Das kann zu. Ich muss hier lang. Ja. Ah ja, der eine Raum. Da waren wir am Anfang. Ich kann da nicht mehr lang wegen diesem Ding. Oder? Ich kann. Diesen Topf hier. Ah doch. Ich kann hier nicht raus. Wohin müssen wir? Okay, da geht's nicht lang. Zerfall. Okay. Oh Gott. Wo konnten wir nochmal lang? Ah, da. Ah, hier. Da. Tür aufmachen. Okay, wir müssen die Bretter abmachen. Ja. 1, 2, 3, 4. Let's go. Und 3 ins Vergnügen. Ja, sind wir im Flur wieder? Wir sind im Hausflur, oder? Stark. Stark, Bro. Krass. Okay, jetzt müssen wir nur hier rausfinden. Sind wir? Oh nein, ich muss rennen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss schnell sein. Yo, ich seh nichts, Bruder. Yo! Digga, was war das für ein Typ, Mann? Oh, ich muss mal zum Typ verfolgen. Oder war das der Typ, bei dem er eingebrochen ist? Hab ich verkackt? Warte. Ich hab verkackt, ne? Sind wir jetzt? Ja. Ah, okay, jetzt kommt gleich wieder. Oh Gott. Okay, du bist eigentlich Bro. Du warst, ne? Wo ist Bro? Bro, was? Bruder! Aber nicht unangekündigt. Einfach random Jumpscare, Bruder, beeil dich! Das Spiel ist krank. Was? Wer kommt der? Digga. Ey, immer wenn man verkackt andere wird, Tür, andere Tür. Alter. Wo kommt er jetzt? Krank. Gott, richtig krank. Bro, man kriegt einfach Strafe, wenn man verkackt. Wenn man verkackt, erstmal Jumpscares auf den Nacken. Nie so auf den Nacken, Alter. Um nicht mehr Mühe zu geben, ey. Shit. Printos ist gesagt. Ja, 10.000 Printos. Okay. Zieh durch, Bro. Wie der ankommt, ne? Ja. Rechts. Ja. Links.
du musst ja alles wissen, ey. Ja. Speedrun. Heftig, Mann, heftig. Speedrun. Okay, immer auch Türen dann waren. Grüne Türen und immer die Gassen. Komm, jetzt wieder ins Special. Oh, jetzt kommt wieder, Bruder, irgendwas. Aber wenn das jetzt wieder kommt, dann wirst du bestraft. In Face rein, Alter. Das ist krass, das Game. Ist heftig, Alter. Komplett anders, ne? Ja. Er ist weg. Okay, krass. Oder kommt jemand? Okay. Boah, man muss richtig schnell sein. So, nochmal schnell sein. Geschafft, ne? Oh. Code 5913. Schreibt er auf. 5913. Yo! Was ist los? Er war hier direkt. Oh. Was hat er gemacht? Geguckt? Ja. 5913. Junge! Was ist in diesem Spiel, Junge? Boah, das war Fluch. Also, hab ich verkackt? War das jetzt ein random Jumpscare oder war das ein Verkacker? Ah ne, es musste sein. Da kam er direkt ins Feld ohne Kontrolle. Alter. Das Game ist heavy, Bruder. Bei dem Spiel bleibst du aktiv, ey. Nicht schwer. Glocke aktiv, Bro. Glocke ist aktiv bei dem Game. Ich geh mal hier runter. Wo sind wir da auf einmal? Ich glaube, wir sind draußen jetzt. Ich geh nicht mehr dorthin. Achso. Und da ging der ganze Scheiß ab. Da kamen wir ja raus jetzt. Okay, wir sind jetzt draußen. Jetzt bin ich auf der Straße und muss nur noch den Weg in die Stadt finden. Nur noch den Weg in die Stadt, Leute. Ich habe das Gefühl, wir laufen immer weiter rein irgendwie. In diese Katakomben hier. Wo ist unsere Taschenlampe? Die ist weg. Oh, es klingelt. Jo. Exit. Und hier ist der Ausweg. Okay. Aber wir müssen etwas finden, mit dem wir die Kette durchtrennen können. Okay. Bolzenschneider. Automatisch leer. Da ist ja das, aber ich habe nicht das Geld dafür. Ein Riegel oder was? Hey Leute, wir wollen jetzt. Nee, das ist eine Säge. Ach, eine Säge, Werkzeug. Oder? Was ist das? Was ist das? Nee. Ein Hebel oder so? Irgendwas Undefinierbares. Hä? Okay. Ich hab aus dem Nix aus erst gezogen. Jetzt geht wieder los. Ja. Okay, wir brauchen irgendein Werkzeug, ne, um das zu durchtrennen. Also ein Bolzenschneider würde ich jetzt sagen. Augen oder wir müssen Geld finden, um das aus dem Automaten da rauszuholen. Ich weiß genau, was das war da drin. Wir werden es rausfinden. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Generator ist. Im Generator ist kein Benzin. Und der Anlasserhebel. Ah, der Anlasserhebel ist kaputt. Ein Hebel war das. Okay. Ein Hebel war das. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen für den Aufzug. Sonst müssen wir den Generator. Ah, wir müssen den Generator anmachen. Wo finde ich nun Hebelkraft und Benzin? Hebel war im Automat. Dafür brauchen wir Geld. Also irgendwo müssen wir Geld finden. Genau. Und Benzin müssen wir auch noch finden. Vielleicht gibt es gleich wieder irgendein Rätsel oder so. Ein bisschen Cash finden. Hat es irgendwo geklopft einfach. Oder alles zu. Hm. Kann nirgendwo rein. Okay. Hä, war hier irgendwo Geld, Leute? Wo können wir unser Geld machen? Oder wir finden ein anderes Werkzeug. Vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Nee, wir waren das safe. Er war auffällig. Stand ja nicht umsonst. Ich wollte gerade sagen, der ist ja voll drauf eingegangen. Vielleicht auf Boden irgendwo ein Cent.
Ist ein Snack. Ich muss hier zurück. Boah, wo sind wir? Hier ist ein Spielplatz. Legen Karten. Schaukeln. Ganz random hier ein Spielplatz einfach auf Crack. Oh. Haben wir noch das Teil zum Weiterwegmachen? Zum was? Zum Weiterwegmachen haben wir nicht mehr, ne? Diese Brechstange da. Ach so. Glaube, wie kommst du drauf? Ach so. Tür. Vielleicht haben wir das noch. Ja. Okay. Jetzt auch eben geklingelt, das Telefon. Ah, ja. Da steht was. Ich zeige dir etwas. Schaue unter den Felsen bei der Schaukel. Oh. Okay, bei der Schaukel unter Stein oder was? Wo, da war was am Krabbeln. Laber. Ja, Mann, hast du nicht gesehen? Nein. Das ich hab auf Chat gerade gehabt. Auf dem Boden am Krabbeln. Oh mein Gott. Ach du das Heilige. Boah. Unter Stein? Öl. Was ist das denn? Die Wippe? Nee. Ah, hier. Also. Ah. Ah, und jetzt in den roten. Was? Kielschraube. Kielschraube. Jetzt in den roten. Was steht da? In den roten. Kühlschrank? Kühlschrank? Kühlschrank. Leute, was steht da? Kühlschrank. Okay. Ich glaube, Kühlschrank. Wenn der rot ist. Roter Kühlschrank, wo war einer? Da war ein Kühlschrank. Leute, die wollen es doch pranken hier, Alter. Was ist das rote Ding? Ich war hier im Kühlschrank. Gott, ist das ein Prank? Was passiert hier? Hallo? Was gibt den Sounds ab? Hier. Oh shit. Ey, wir hätten das in Leichenteile. Jumpscape oder Jumpscape. Haben Sie das rosa Tuch im Garten gesehen? Mochten Sie sehen? Möchten Sie sehen, was sich dahinter verbirgt? Okay, ein weiterer Tipp. Im Garten? Garten? Rosa, was hat der rosa Tuch? Ja, im rosa Garten. Tuch im Garten, okay. Das ist der Garten, Bro. Irgendwas da gekrabbelt. Beim Spielplatz? Der Garten? Oh mein Gott. Nein. Genau, rosa Tuch oder so. Jo. Hier. Oh, hier ist was. Ach, wie gemütlich. Rocky. Bild von Rocky. Ganz flauschig, Rocky. Mein Heiligtum ist das. Ist wunderschön, nicht wahr? Ich habe mich hier versteckt vor all dem Horror, der mir allmählich widerfuhr. In meiner Familie und im ganzen Dorf. Und es ist Gerd? Gerd, Bruder, das ist kein Deutsch. Dass es keine lebende Seele mehr gibt. In Kovolon gibt. Sie benötigen diesen Raum. Okay, krass. Okay, ich brauche den Raum. Oh, hier ist ein Penny. Damit können wir zum Automat auf jeden Fall. Ist hier noch irgendwas? Okay, ist das ein Mädchen, Alter? Irgendwie so aus, ne? Okay, wir können zum Automat endlich. Genau, dann holen wir da das Werkzeug, um dann die Tür aufzumachen. Mal einen Abgang. Oh shit. Huch, da ging Licht aus. Okay. Ist das der Automat? Ne, ist ein anderer Kühlschrank. Oh nein, Sound ist weg. Oh, da steht jemand, Bruder. Oh mein Gott. Yo. Oh mein Gott. Und vor diesem Automat jetzt aber. Oh, wir wollen doch nur diesen Hebel da rausziehen, das war's, Bruder. Ohne Reden, ja. Tu einfach raus. Gut ist, Bro. Alles gut, ich nehme nur diesen Hebel. Verfolgt uns irgendwas oder? Kommt mir so vor. Okay. Wir gehen hoch zum
Benzin-Ding? Generator? Hä? Wo sind wir auf einmal? Sind wir hier? Waren wir eben? Sollen wir uns aus unserem Viertel vertreiben? Die Regierung verheimlicht die Tatsache, dass wir hier verrecken. Verrecken. Boah. Harte Worte. Und hier ist ein Kanister Benzin. Oh, hier ist Benzin. Ach nice, dann haben wir das auch schon. Boah, nimm mit. Hier kommt irgendwas. Oh, der stöhnt ja so. Ist fake? Ob das so. Hilfe. Hat er Hilfe gesagt? Mhm. Oh nein, es kommt immer näher. Ist das eine Fake? Ob das fake ist? Hallo? Hey. Kollege. Kollege, willkommen. Willkommen. Okay, wo war jetzt dieser Aufzug? Wir haben alles. Wir haben alles. Hier? Mhm. Neuer Raum. War das hier? Nein, doch, doch, hier oben. Hier oben, Bro. So. Ja, genau, genau, genau. Und hier waren nur random Räume. Hier, Aufzug. Also. Hebel, Benzin. Dann funktioniert der Generator. Let's go. Klatsch rein. Benzin rein. Let's go. Komm, Junge, lass mich hier rein. Komm schon. Nimm einfach den Aufzug. Nimm einfach den Aufzug. Ganz schnell. Let's go. Let's go. Oh, ey. Wendel schon full, Leute. Auf dem Weg zum... zu den Sternen. Yo! Oh. Oh. Schönes Bettchen hier mit Musik. Können die Sterne sehen, Leute. Ganz romantisch. Haben wir trinken, Zigaretten, Essen, Dosen essen, alles was wir brauchen. Schon eine schöne Aussicht. Hier kann man sich's gut gehen lassen, ne? Das ist eigentlich wie ein Penthouse hier. Mhm. Panoramablick, Leute. Frankfurter was? Skyline. Eigentlich wild, oder? Eigentlich wild, Bro. Sein. Wäsche, alles am Start. Hä? Was muss ich machen? Guck in den Pappkarton. Welcher Pappkarton? Oh, hier ist eine Tür. Aha. Oh, der Bolzenschneider. Stimmt, wir wollten ja nur die Ketten durchschneiden. Genau. Shit, jetzt müssen wir da runter, Bruder. Ich dachte, wir hätten es schon gepackt. Weißt du, wo das war? Runter auf jeden Fall. Irgendwo rechts, glaube ich, Treppe runter. Runter, runter, runter. Nee, nee. Also. Da unten? Ah, ja, diese schmalen Treppen. Wer spielt hier eigentlich Klavier? Ja, oder? Mann. Langsam wird's hier. Welcher Creep, meint hier Klavier? Wird's hier harmonisch, ne? Der links, vielleicht links, links. Film ist ja bald wo? Die Kette. Oh, oh, Rocky! Rocky! Oh, ey, haben wir den sein Essen gegeben? Bist du zufrieden mit dem Leckerli? Haben wir den gegeben? Ja, sieht happy aus. Oh, Rocky, Bro. Schwänzchen wedelt. Der einzige, der hier süß ist. Ja, man, vielleicht beschützt er uns deswegen. Vielleicht war es gut. Da die Ketten. Jetzt kannst du sie durchschneiden. Let's go. Also raus hier. Aus dem Ghetto. Können wir Rocky mitnehmen, Alter? Oh. Ja, Mann, was Rocky? Haben wir es geschafft? Wir haben ihn zurückgelassen. Rocky. Haben wir es geschafft? Ob wir jetzt einfach so gehen können? Hä? Wo gucken die alle so? Die machen Auge, weil wir abkommen. Oh. Alter. Oh nein, das sieht aus wie Outlast, diese Figur. Ja, Mann. Oh mein... Nein, das ist doch Outlast, nein. Bruder. Bro. Bro. Ist schon ernst, oder? Würde creep. Wow. Oh. Alter.
Bro. Oh mein Gott, Leute. Der kommt von oben raus. Ja, rausgewabbelt, Alter. Oh mein Gott. Boah, das hat sich... Oh, shit. Boah, wollt ihr? Alter. Ey, voll die Outlast-Vibes hier. Ja, Mann, das sind die Figuren aus Outlast. Wir wollen doch einfach neue Absichten machen. Okay, dicke Vorschau. Nice. Wir haben, oh, da ist unser Auto, nice. Das Auto, damit wir sind gekommen. Okay, steig ein, Bruder. Wir als Student haben keinen Bock mehr, Mann. Ja, Mann. Da zahlen wir nicht mal eine Nacht dort verbracht, ne? Wir gehen lieber auf arbeiten. Wiedersehen, Kovolon. Kovolon, Leute, niemals hin. Da gehen wir nicht das hin. Das wird kein Reiseziel auf jeden Fall. Ja, Mann. Hey, see, man. Ich google gleich, ob es das wirklich gibt. Ja, Mann, also Leute haben geschrieben, das ist eine Region in China. Bruder? Oh. Ja. Fernseher? Was geht da ab? Spaghetti auf Tisch? In letzter Zeit hat die Polizei viele Berichte von Menschen erhalten, die in Kovolon waren. Sie sagen, sie hätten eine Stadt gesehen, die es gar nicht gab. Die vor 5 Jahren abgerissen. Kovolon Wallet City war eine der schlimmsten Städte Chinas. Hä? Die war schon abgerissen? Kurz vor dem Abriss war es zu einem Anstieg der Kriminalität und ungerechtfertigten Tötungsdelikten gekommen. Ey, das gibt's wirklich, ne? Ich hab grad gegoogelt. Viele glauben, dass die Regierung bereit war, für die Zerstörung von Kovolon schreckliche Anstrengungen zu unternehmen. Wow! Ausgabe. Das ist real, das gibt's wirklich. Ich hab grad Google-Bilder geguckt. Okay, aber auch so abgeranzt? Ja, so voll dicht aneinander. Okay, das wurde. Also. Aber waren wir jetzt da und das war schon abgerissen? Haben wir jetzt nur alles vorgestellt? Krass. Oder waren wir noch vor der Abreißung da? Ich glaube, bevor das Ding da durchgemacht wurde. Wow, Tom, was geht? Zur späten Stunde. Boah, war geiles Game, Leute. Hat es euch gefallen? Boah. War wild, oder? Leute, ey, Kovolon und City, danke für den Tipp. Crazy. Ein sehr starkes Game. Also, danke. Ja, Mann. Tipp. Richtig geiles Game. Fette Jumpscares. Junge, Junge. Ja, Junge, Mann. Ich werde auch am Ende. Ja, Mann, Leute. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Game fandet. Ja, auf jeden Fall Daumen hoch für mehr solcher Games. Oh, yes. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video und Stream zu verpassen, wenn ihr im Stream dabei sein wollt. Wir streamen 6-mal die Woche. Immer gegen Abend hier auf YouTube. Brownies außer samstags. Ansonsten checkt gerne unseren Merch-Shop ab. Link in der Beschreibung. Yes, sir. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Video. Peace!